Ja, du bist mal untersehen worden, oder? Nee, brauchen wir nicht. Wenn irgendeiner beim Videodreh mit Stelzen versucht, über den Esel zu springen, ich brech sofort ab. Ja, oder du gibst mir vorher, verkaufst mir vorher die Exklusivrechte. Ist das Catering gesichert? Nein. Vielleicht, du hättest einen, dann hätte ich gesagt, komm, dann fahren wir den Fahrstuhl runter. Das da. Hören haben wir auch noch. Vorsicht. Oh ja. Ich habe den ganzen Morgen gearbeitet. Weißt du wofür? Damit ihr am Samstag vernünftiges Wetter habt. Und es ist mir gelungen. Ja. Lead-Sheet habt ihr alles ausgedruckt, alles lesbar? Muss alles wieder und Thorsten haben. Nee, nee, ich hab's ausgedruckt, wir haben's auf Band. Ich bin einfach genauso. Da kommt Conchita. Hallo, ja. Bist du auch dabei beim Tanzen? Ja, klar. Super. Da bringt alles wieder. Das stimmt. Das hat Monika gar nicht gebracht. Ja, liebe Freunde, ich weiß eigentlich gar nicht, ob Sie unseren Produzenten schon gesehen haben. Zum Glück ist er heute nicht verkleidet. Wie, das ist ja echte Schamhaar. Rotes. Sag mal, Herr Chefkameramann, blendet das nicht ein bisschen in den Augen so? Ein bisschen. Das ist der Video. Habe ich das auch in Farbe? Und mit Ton? Das hat uns nicht erreicht. Ja, okay. Das ist, ganz, das ist der Ton hier, der. Sag mal, grüezi. Hola. Servus. Grüezi. Und das hier, ne? Das ist die Kamera. Und da haben wir den Chefkameramann. Hoch, runter, hoch. Runter. Vorher, nachher, vorher, ja, nachher. Los, jetzt zeig deinen Bauch hier. Nein. Sven, ja. Wer kam denn auf die Idee, hier Obst zu kaufen? Olli. Olli sagte, Obst muss. Ich bin nur, ich hätte zwei Kisten Bier mitgebracht. Ja. Hast du nicht durchgesetzt? Bei euch. Ja, okay. Nee. Es hieß, es seien noch Damen anwesend. Ja, die kommen noch, oder wie? Der Tisch kommt weg, ne? Ja, der. Wo ist denn die Kacke da? Aufpassen mit die Kacke. So. Steck hier her. Halt mal fest, ich zieh noch ein bisschen. Drums and bass is perfect. The vocals has to be louder. Genauso wie ihr das auch immer bei euren Songs spielt, schön die Dynamik in den Strophen runter, dass Platz für Gesang da ist. Und dann kannst du mit der Gitarre auch ein bisschen runterfahren. Und du hast mit Sicherheit ein Solo-Teil, ne? Ja. Ja, ja. No, und da kannst du dann ausgemacht haben wir noch nichts, aber machen wir halt ein Solo-Teil. Nein, haben wir schon mal einen. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Den ersten Refrain, Viva Gomera, Viva La Gomera. Sag's einfach an. Ja. Sag einfach Gitarre. Und danach gehen wir dann in diesen Part, wo nur Bass und Schlagzeug ist. Ja. Das sollten wir nochmal spielen, bevor wir das filmen jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben das nämlich nur zweimal oder dreimal gespielt bis jetzt. Oder viermal. Aber okay. Wir wollen hier rein. Ich bin auch vom Hessischen Rundfunk und ich hab doch ja, ich sag, geht doch mal. Sagt die, ja? Ja, nee, die hat mich ja interviewt neulich. Hessischer Rundfunk. Und den Bembel für Claudio. Ich hab die verärgert. Ja, geile Sendung. Ich sag, ja, die wollten mich mal da haben. Ja, warum ist die hingefahren? Da bin ich bescheuert oder was? Fahr ich da hin zu so einer scheiß Sendung? How long we wait? Also erstmal klasse, dass ihr alle da seid, dass ihr das alle macht. Ihr macht das nicht
für Udo, ihr macht das nicht für mich, nicht für, nur fürs Geld. Für Claudio. Wir machen das nur genau. Fürs Geld. Nur für Geld. Wir machen das alle nur aus Spaß, ne, um ein schönes Endprodukt zu haben. Also wenn wir alle konzentriert und mit Spaß die Sache durchziehen, kriegen wir also ganz tolle Aufnahmen und ganz tolle Musik zustande und ein lustiges Video. Ne? Und wie gesagt, das ist, es gibt keinen Chef, der Chef ist das Endprodukt. Gib noch drei Bier, dann wollen wir mal sehen, wer der Chef ist. Er ist ganz der Chef hier. Nee. Ich dachte gut. Alles klar. Kann er mal probieren. Herrlich. Wo ist das Stimmbillett? Das liegt im Koffer bei mir. Da ist noch in der Kirche. Und jetzt los. Jetzt ist Sonne da. Ja. Ich glaube, Sie sind der Herr mit dem Kopfhörer, ne? Hier, guck mal. So. Hier, du hast Licht. So, Schatten. Also ich brauche den kleinen Kopfhörer, den Knopf. Aber zack, zack. Läuft, das ist Take 1. Udo, läuft? Meine Kamera läuft. Julia? Dann Spaß. Die Welle geht, der Wind. Oh, scheiße, Praxistext. Der ist so scheiße. Was? Alles klar. Und Kameras laufen komplett du bist ein Arschloch. Durch. Arschloch. Komm mal rein, Wechsel. Keine Ahnung. Ihr bleibt draußen. Springen! Springen! Warte noch, zwei Takes ab! Ja, liebe Zuschauer, Sie erleben jetzt hier die Bassbestie. Die ist so gefährlich. Die ist so gefährlich, der darf man nicht mal einen Korpus verpassen. Mit Korpus wäre die richtig gefährlich. Ich meine, so ein großer, dicker, fetter Hola-Korpus. Die Bassbestie. La Bestia. Okay, wir melden uns später wieder. Das geil. Mensch, hier, guck mal, wir haben Schaulustige. Hola! Klasse, wenn die Leute zuschauen. Ja, das ist auch er, der Einzige, der Regisseur, der Einzige, der sitzt. Oder? Ah, nee, also Produzent ist er. Produzent. Das sieht man doch. Ja, genau. Ich sehe dich. Ja, aber noch lange kein Feierabend. Seguro. Morgen Feierabend. Mejor que me siento aquí. Mejor. Ah. Ey. Musste ich jetzt? Nee, musste ich jetzt. Cool. Okay, when you want me to press the button. Okay, if you're ready, start the playback. Here we go. Come on, it's starting 40. The singing. Como sé que repetir, no problema. Estoy grabando, por favor. Yeah? Oh, thank you, God. Adios. It's great, isn't it? So, liebe Freunde zu Hause an den Fernsehbildschirmen, an den Computerbildschirmen, wir sitzen hier im Produktionsmobil. Seat Cordoba. Man sieht ihn jetzt nicht, der erste Kameramann dreht gerade, ne? Ist ja auch sein Job. Und zweiter Kameramann oder zweite Kamerafrau hat natürlich auch noch einen Job. No? Mhm. Wir haben hier Doppelbeschäftigung. Ja, genau. Wir fahren. So, das war der erste Shot. Mal sehen, wie es weitergeht. Also ich erkläre das mal hier für die Zuschauer zu Hause. Wir machen jetzt Splitscreen-Technik. Bin mal gespannt, ob es klappt. Splitscreen-Technik. Hightech. Viva la Gomera! Viva la Gomera! Viva el Rey!
Se ahogan en un vaso de agua. Ok, ¿una vez más? Sí, una vez más. Así, ah, pero después sigo con rajeo. Sí. ¿Después uno con rajeo? Sí. Ah, vale, 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 vale. Venga, más seguro. ¿Vamos? Muchas gracias. Viva Gomera, viva la Gomera, viva Gomera, danza. No hay con esto. Ah, que se está yendo gente. ¿Eh? Sí, pero quiero una grande. Ja, ich denke, da haben wir einen schönen Drehort gefunden, wa? Das ist gut, aber Gegenlicht. Nix. Gegenlicht macht jetzt überhaupt nichts. Das ist Olli. Hola. Ey, das ist ein richtig toller Typ auf einmal. So, wir machen jetzt noch eine schöne Gesangs. Gitarren und Bongo-Aufnahme. Vamos a tocar! Voll krass, und die Chakras kommen auch noch dazu. Und alles hier schön unter Palmen. Ey, das muss mit Chakras, ja, muss das sein? Chakras müssen immer sein. Okay, weiter geht's. Vamos, pero esto va a tocar aquí una. Se ahogó con un pincho de eso. Uy, lo tuvieron que llevar urgente. Tenerife. Aquí vemos Juan Mesa y. Encantado. ¿Quién es? Mi media naranja, Lula. Pero que si le gusta esta. Hasta sí, antes de los fans. ¿Ya? 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 ¿Guapa? ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Empiezas con esto y sigues con el ritmo. 2, 3, 4. Making off, Lalo. Bésame. 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 Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. La última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte. Perderte, perderte, perderte. So, das war die letzte Aufnahme. Die wirklich allerletzte. Die allerletzte. Ich bin durch und ich stelle diesen komischen Ticker hier aus. Tick, 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 tack.